schlendert so. Also, erstens haben wir gerade dreimal gehört, dass was in der Kirche passiert ist. Außerdem, wie er dann da rausschlendert, so, erstmal ganz gechillt eine fertig rauchen und dann gucken wir uns ganz in Ruhe an, was in der Kirche passiert ist. So, und nun? Rein vielleicht, hä? Oder what? Würde mich jetzt im Kreis gelaufen. Ach so, das war natürlich ein super... Naja, egal. So, ist das eigentlich schneller? Jetzt kann ich mich nicht teleportieren. Was ist denn das? Ich müsste mich doch auch so Langstrecken teleportieren können, oder? Da komme ich nicht durch. Wieso kann ich mich denn nicht so auf lange Strecken teleportieren? Das nervt total. Hab ich irgendwie gefangen. Wie soll ich jetzt darüber kommen, bitte? Ach, komm schon. Also irgendwo anders lang. Da vielleicht. So still in dieser Stadt. Oh, was ist denn mit ihr? Ach, die leben. Ich dachte schon, ich könnte dir helfen. Als hätte ich irgendjemand mal wirklich geholfen hier. So. Was liegen hier noch alles für Indizien? Ist ja der Wahnsinn. Lauter so Sachen, die ich irgendwann mal... Weil ich schon wieder gar keinen Plan habe, wo es eigentlich lang geht. Also da ist die Kirche, schon klar. Aber wie komme ich da rein? Das ist ja wieder zu für mich. Komme ich hier wieder nicht durch. Wie war das denn? Wie bin ich denn in die Kirche reingekommen beim letzten Mal? Wie war das noch? Da hoch? Nein. Da lang? Da durch vielleicht? Okay, also der Weg scheint schon mal richtig zu sein. Dann hier hinten lang. Jo, genau. Zum Hafen. Geh weg. Da lang. Ja, richtig. Das ist der alte Geisterhafen hier. Oder halt der aktuell noch Hafen, wobei ich nicht sehe, was sich hier jetzt befindet, da ich da die Geisterhäuser sehe. Wie ist die Dame am Strand gestorben? Das hatten wir doch schon mal gelöst. Ich dachte, ich wäre so schneller. Keine Ahnung. Gucken wir mal, was da passiert ist. Ja, eher wieder nun dann lässt sich da durch. Oh mein Gott. Das ist so geil. Cops und Kriminelle gewöhnen sich an die Blaulichter. Und trotzdem können sie einem manchmal noch Schauer über den Rücken jagen. Du könntest glatt das Gefühl kriegen, diesmal sind sie hinter dir her. Swat ist auch da. Das scheint etwas Ernstes zu sein. Ah, Joyce, Sassy. Joy. Bist du okay? Nein, nein, Joy. Joy, nicht! Flucht. Wieso? Ich kann's doch hinterher, du Depp. Und wie konnte sie da nicht gesehen werden? Und wie konnte sie von denen nicht gesehen werden? Hab sie erwischt, als sie hier rumschlich, sagte die Freundin des Priesters. Wo ist Pater McCauley? Geht's ihm gut? Setz hier in mein Auto. Ich will sie selbst befragen. Und erinnere Broyles daran, dass die Tür sich nicht von allein bewacht. Ja, Sir. Das war eine einfache Frage, bitte. Sei nicht so hart zu ihr. Hey, hat schon jemand Baxter gefunden? Nein. Wir haben im Revier nachgesehen, waren bei ihm zu Hause. Gar nichts. Da stimmt doch irgendwas nicht. Mal ehrlich, haben Sie so etwas schon mal gesehen? Hm? Das alles
Ist mir ein verdammtes Rätsel. Ich weiß nicht. Es wirkt alles so wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich muss den Tatort finden, bevor sie die ganzen Beweise wegschaffen. Ja. Wie er mir immer mal sagt, wie er mir immer sagt, was ich zu tun habe, was total klar ist. Aber dann, oh, fick die Henne. Dann, wenn ich ihn wirklich mal brauchen würde. Wie komme ich jetzt in den scheiß Dämonen-Arschlöchern vorbei? Tschup, tschup. Maybe like this. Ich kann mich da nicht vorbei teleportieren, nein. Oh, wie blöd. Das Werk eines Monsters. Ja, ja. Da draußen ist irgendwas eingezäunt. Geh mal zurück jetzt. Okay, okay, okay. Iris? Ja, ich denke mal nicht, dass es Iris gut geht. Depp. Okay. Ich sollte doch schauen, ob es Iris gut geht. Das sind richtig, richtig gute Erkenntnisse, die Ronan da hat. Er ist so ein guter, guter, guter Polizist. Mein Gott, was würden die, also in seinem Department, ne, die sind ohne ihn total am Arsch. Dass niemand dann da dem auffällt, dass zum Beispiel so eine fette Steinstatue schwer ist. Ja. Da muss man erstmal drauf kommen. Wieso ist sie denn verletzt? Geblieben wäre, würde sie jetzt noch leben. Halte nicht zu stark an dem fest, was dich hier hält. Denk daran, es war nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Ja, wenigstens sind sie jetzt zusammen und dann habe ich... Ich habe jetzt jemandem mal geholfen, das ist schön. Wurde doch langsam mal Zeit, dass ich überhaupt jemanden habe. Ja, was haben die da oben getan? Ich finde es auch ein bisschen krass, wenn er hat sie anscheinend zerschmettert mit so einem Ding auf dem Kopf, ne? Da sähe die Leiche aber wirklich ganz anders aus. Also, bei allem unnötigen Respekt. Aber so geht das ja nicht, ne? Ah nein, muss ich zurück? Nie, oder? Dem Kerl ist nichts heilig. Ich muss doch da hoch. Warum schickt er mich jetzt zum Officer? Ich muss einfach darauf. Und fertig. Wow! Ja, lag. Heilige Scheiße.
Was ist denn hier los? Und wer hat hier gefeiert? Okay, das würde ich gern sehen. Ja, fallend. Ängstlich, ja. Braucht Hilfe. Ja, wirklich sehr, sehr... Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hat er es abgesehen. Nicht auf uns. Gut, okay, das war mir auch klar. Also, was soll ich da, was... Keine Chance, also. Verdreht. diese ganzen Ermittlungshinweise. Ronan ist ein solch unglaublich scharfsinniger Kopf. Das ist echt unglaublich, ja. Diese Leiche scheint tot zu sein. Oh wow, Ronan, gib dem Mann eine Gehaltserhöhung. Er hat rausgefunden, dass unsere Leiche tot ist. Was? Ja, ja, Leute, Ruhe bewahren. Das ist halt Ronan. Der kann sowas halt im Gegensatz zu euch. Okay, niemand auf dem Klo, schade. Jetzt danach schon was eingesammelt. Und rauf aufs Dach. Da ist der Pater. Oh, Katzenpfötchen. Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Hast du es gesehen? Warum war der Mörder hier? Ich werde es mir angucken. Schaut ihr da? Irgendwas mit der Katze. Ganz kurios. Als er versuchte, Iris zu beschützen. Ich glaube kaum, dass es Joy deshalb weniger wehtut. Verdammt. Ja, ganz schön heftig. Die Mietz. Okay, die Mietz hatte auch Angst. Also, ist die Mietz gut? Ich hatte jetzt für einen kurzen Moment so ein bisschen Angst, dass die Mietz auch des Teufels ist. Aber anscheinend ist die Mietz weiterhin unser Freund. Das ist mir persönlich sehr wichtig in diesem Spiel, dass ich mich noch auf die Mietz verlassen kann, weil die Mietz ist wirklich klasse. So. Aber was ist hier... Gut, was passiert ist, kann ich mir schon vorstellen, aber... Was hat der Mörder hier umgetan? Er ist hier durch. Dann stand er da. Die Mietz hat sich erschrocken. Er hat hier das Ding weggerückt irgendwie. Kann das sein? Oder stand das schon immer so scheps? Was ist denn das? Das ist eine Luke. Kurios. In die Luke könnte ich vielleicht mit der Katze. Aber wo ist sie, die Mietz? Wo ist sie denn? Ich glaube, ein bisschen schlechtes Licht. Ich glaube, hier ist nichts mehr zu finden. Oder? Guten Schutzzauber, Dämonen. Ja,
bin ich denn dann hier schon mal ganz oben? Das ist ja eigenartig. Ach, ich habe schon alle Indizien. Okay. Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein. Und sie hat Ecken und Kanten. Aber das Zimmer wird dir gefallen. Und ihr werdet gut miteinander auskommen. Keine Sorge. Ich komme mit fast jedem aus. Ausgezeichnet. Das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate? Was ist los? Geh! Geh! Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Mhm. Das hier ist eine Sackgasse. Würde er sagen, Kirchturm. Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist, schuldet er uns eine Erklärung. Die Miet. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Hm? Ja, ich glaube, die Miet hat schon was gesehen. Ist die Miet ja gerade durch den Boden gesprungen? Was zur Hölle? Die Miet ist tatsächlich durch den Boden gehüpft. Ganz ruhig, ich bin's, dein alter Kumpel Ronan. Ah. Was zum Teufel war das? Ja, die Katze ist magisch. Fallen lassen. Vielleicht kann mir die Katze helfen, da ranzukommen. Kann ja sein, dass er als Geist eine gewisse Bindung zu dieser Katze aufbauen kann. Hm.